Moin, liebe Leute, hier ist der Captain Horsey und wir haben ein weiteres Container-Opening für euch. Ja, hier sind sage und schreibe 28 Supercontainer, die darauf warten, geöffnet zu werden. Und wir legen jetzt mal direkt los. Mal schauen, was wir hier so Schönes haben. Container 1. Was haben wir hier? 25 mal Hydra. Ja, das ist doch ein guter Start. Weiter geht's. Und wir haben 30 Tage Premium. Das ist natürlich auch nicht schlecht. 30 Tage, das ist eine ganze Menge. So, was haben wir hier? 100 mal Ladezeit von Schiffswagen. Ja, okay. November Foxtrot. Ein nützliches Signal. Aber wir hoffen ja auch wieder ein bisschen auf Stahl. Oder ein Batzen Kohle. Stattdessen bekommen wir wieder 30 Tage Warships Premium Konto. Aber wir schauen mal. Wir haben ja noch ein paar Container vor uns. Und was haben wir hier? Naja, okay. Die wünscht man sich jetzt nicht unbedingt in einem Supercontainer. Und wir haben hier 25 mal Hydra nochmal. Das ist in Ordnung. Gern gesehen. Und wir haben hier... Ui! 50.000 freie EP. Ja, das ist doch sehr anständig. Und wir haben jetzt nochmal 100 Signale. Solo Hotel. Naja, okay. Was haben wir hier Schönes? 50 mal blaue Lagune. Wie wäre es denn mit einem ordentlichen Batzen Kohle oder Stahl? Stattdessen bekommen wir 100 Signale, die natürlich auch immer nützlich sind. Und 100 ist natürlich eine ganze Menge, aber... Ah, das sieht doch schon besser aus. 15.000 Kohle. Das ist doch sehr anständig. Was haben wir hier? Wieder 100 Signale. Zeit für Brandbekämpfung. Die sind natürlich auch sehr nützlich. Und das sieht nach Dublonen aus. Immerhin 1000 Stück. Okay. Da wollen wir uns auch nicht beschweren. Obwohl wir beim letzten Container-Update, ich glaube mal 5000 rausgezogen hatten. Ne? So, hier haben wir freie EP plus 300%. Ja, 100 Stück davon ist auch eine feine Sache. Wollen wir mal schauen. Ein paar haben wir ja noch vor uns. Und wir haben hier 50 mal die World of... Ah, okay. Naja, ich finde sie relativ hässlich und so toll sind die ja, Werte auch nicht. Aber wie immer Geschmackssache. So, was haben wir hier Schönes? Uiuiui, schon wieder Warships Premium-Konto. 14 Tage diesmal. Och nee, schon wieder. Das ist jetzt nicht so prickelnd. 1000 Dublonen nochmal, das ist okay. So, was haben wir hier? 50 mal Siegessalut. Die ist natürlich sehr amtlich. So, was haben wir hier? 100 mal Sküllers, wie man sie auch aussprechen mag, keine Ahnung. Das ist natürlich nicht schlecht. 100 Stück davon. So, was haben wir hier? 50 mal Halloween. Naja. Ja, okay. Ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man sich in einem Supercontainer erwünscht. Aber Gamescom Blau. Eine sehr, sehr gute Tarnung, muss ich wirklich sagen. Und die sieht auch schick aus. Die ist doch... Oha, was kommt jetzt? Ein Schiff. Die Poltava mit einem Kapitän. Nicht schlecht. Stufe 7 Schlachtschiff. Die Poltava ist jetzt nicht unbedingt das stärkste Schiff,
Aber hin und wieder damit mal eine Runde drehen ist mit Sicherheit nicht verkehrt. So, was haben wir noch? Oh, hatten wir lange nicht mehr. 14 Tage Warships Premium Konto. Ja, mit Stahl wäre das wohl nichts mehr. Stars and Stripes. Ja, die hat ja auch sehr nette Boni, wie man sieht. Was haben wir hier Schönes? Ah, endlich mal wieder Warships Premium Konto. Hatten wir lange nicht mehr gehabt. So, was haben wir hier? Das sieht nach 50.000 freie EP aus. Und das darüber kann man sich natürlich freuen. So, der letzte. Irgendwas Nettes noch. 100 mal India X-Ray. Naja. Naja, Leute, also ich sag mal, waren natürlich ein paar nette und feine Sachen dabei, aber im Vergleich zum ersten Opening war es doch relativ mager. Ne? Wir hatten im ersten Opening ja Stahl gehabt. Gut, wir haben hier einen ordentlichen Batzen Kohle auch gehabt und ein Schiff immerhin. Also ich sag mal, für lau und für erspielt, denke ich, sollte man sich nicht beschweren. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Bleibt gesund, macht's gut und wir hören uns. Alles Gute für euch. Ciao, ciao.